Seit der Zäsiger ein 3-1 gegen Sion. Man hat eigentlich die ganzen 90 Minuten Sion im Griff gehabt, das Spiel dominiert und so echt souverän die 3 Punkte hat. Siehst du das auch so? Ja, ich glaube, mein Spieler ist vor allem mehr gezeigt als die letzten Wochen. Wir haben besser den Ball in unsere eigenen Reihen behalten und haben nur eine Phase in der ersten Halbzeit nach unserem Goal, wo wir vielleicht den Faden verloren haben. Aber Sion ist eigentlich nur zu Chancen gekommen, wenn wir dumme Ballverluste hatten. Und, ja, nach der zweiten Halbzeit haben wir es vergeben, das zweite Goal zu machen, aber haben dann super auf den Ausgleich reagieren können. Und dann haben wir im 3-1 den Sack zugetan und ja, 3 verdiente Punkte schlussendlich. Wir gehen schnell auf einzelne Sachen drauf eingehen. Zuerst, ihr habt es besser gemacht als in der letzten Woche. Was habt ihr anders gemacht? Warum ist es so viel besser gegangen? Ich glaube, in den letzten Wochen, vor allem eben spielerische Ballbesitzphasen, haben wir viel zu wenig gehabt. Und wir haben die Qualität, wir können den Ball laufen, vor allem hier daheim, wir können den Ball schnell laufen, viel Ballbesitz haben. Das haben wir heute schon viel besser gemacht. Das war sicher noch nicht perfekt gewesen, aber ich glaube, auf dem kann man aufbauen und auf die nächste englische Woche schauen jetzt. Die zweite Szene, die ich ansprechen möchte, ist das Goal von Sion. Dann geht es eine Minute und dann macht er ihn wieder. Das ist, glaube ich, schon der wichtigste Moment des ganzen Spiels. Ja, ich glaube, wir konnten gleich reagieren. Und das war, glaube ich, sehr wichtig, weil ja, nach dem Ausgleichen wäre Sion wahrscheinlich wieder ein bisschen tiefer gestanden, hat sich wahrscheinlich zufrieden gegeben mit dem 1-1. Und ja, wir konnten super reagieren, haben nicht den Kopf hängen nach dem 1-1. Und ich glaube, das war wichtig für unsere Fans, die hinter dem Rücken waren. Und ja, schlussendlich haben wir mit dem dritten den Sack zugemacht. Und ich glaube, sehr glücklich haben wir die 3 Punkte geholt. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber so uns als Fans tut es weh, so letzte Woche, wenn man sieht, Zürich lässt Punkte liegen. Ibe schafft es nicht, die Punkte aufzuholen. Und jetzt kann man vorlegen. Ist das ein Vorteil oder beschäftigst du dich gar nicht mit dem? Ich glaube, wir müssen uns nicht mit Zürich oder Basel beschäftigen. Wir müssen uns mit uns beschäftigen, unsere Punkte machen, immer gewinnen. Und dann können wir irgendwann für uns auf die Tabelle schauen. Ich glaube, solange wir nicht alle Matches gewinnen, bringt es nichts, irgendwie auf die anderen zu schauen. Wir müssen einfach unser Spiel machen, so wie heute, unsere 3 Punkte holen in jedem Spiel. Und dann, schlussendlich, wenn wir das machen bis Ende Saison, habe ich das Gefühl, dass wir Meister werden können. Ja. Genau, jetzt geht es ja Schlag auf Schlag. Jetzt in einer Woche, also 7 Tage ab jetzt, schon 2 Spiele mehr auf dem Buckel. Servette auswärts, nach Luzern daheim. Entscheidende Phase im Moment. Ich glaube, mit dem Spiel heute und dann 2 Spiele nächste Woche sind wirklich 3x3 Punkte, die wir müssen holen müssen. Und dann kann es tabellenmässig schon ganz anders aussehen. Und das haben wir vor, das wollen wir machen. Wir wollen in Genf wieder Vollgas geben, wieder die 3 Punkte holen und dann auf Luzern schauen. Also weiter so. Gratuliere zu diesem Siegserie. Levin Blum, das 3-1 gegen Sitten. Ich glaube, man kann euch vor allem gratulieren für die 3 Punkte und die gute Leistung von heute. Ja, ich glaube, das, was wir unter der Woche angeschaut haben, haben wir eigentlich gut umsetzen können. Und ja, jetzt sind wir überglücklich über einen Sieg. Ja. Jetzt bist du zuerst mal in der Startelf gestanden, daheim hier im Wankdorf. Man konnte zuerst mal wieder gemeinsam einlaufen. Corona-Restriktionen lassen uns zu. Beschreib deine Gefühle, wie war es, hier einzulaufen? Ja, ich habe den ganzen Nachwuchs hier bei IBE gemacht. Jetzt das erste Mal daheim in der Startformation sein können. Ja, es ist ein unglaubliches Gefühl, ein Kindertraum, der in Erfüllung ist gegangen. Und ja, hier mit den Fans im Stadion, ist ein Traum, ja. Und dann, den Matchverlauf kannst du gut so mitnehmen für das Startelf-Debüt daheim. Es läuft mehr oder weniger nach Plan. Der Gewinner 3-1 müsste einmal kurz den Ausgleich entgegennehmen, aber könnt ihr wieder ausgleichen. Von dem her sehr zufrieden, oder? Nehme ich an. Ja, ich glaube, über das ganze Spiel haben wir eigentlich Spiel unter Kontrolle gehabt. Aber wie gesagt, das, was wir wollen umsetzen, das, was wir angeschaut haben, haben wir gut können umsetzen. Und ja, ich glaube, es ist ein guter Spielverlauf. Wir haben 3 Punkte und wir schauen weiter. Genau, nehmen wir so schnell mit. Jetzt, wir schauen weiter. Es ist jetzt in der nächsten Woche wieder 2 Spiele auf dem Programm. Wie gesagt, so deine nächsten Tage aus, jetzt mit Erholung, Regeneration, schon vorher schauen. Was passiert als nächstes? Ja, es ist eine englische Woche jetzt. Jetzt sicher regenerieren, heute und morgen. Und dann schauen wir schon weiter auf Servette, auf Genf, das nächste Spiel. Und ja, es ist eine intensive Woche, aber wir Fußball wollen natürlich Spiel spielen und es ist umso schöner, haben wir mehr Spiel. Also gratuliere zu dem Sieg. Ich glaube, ihr redet für die ganze IBE-Familie, wenn wir sagen, wir haben eine grosse Freude an dir, Levin. Merci vielmals, merci.